Hallo und herzlich willkommen zu Echt Spruchreif, dem Jugendmagazin auf M4TV. Diesmal nicht bei uns im Studio, aber hier habe ich es auch ganz bequem. Hinter mir seht ihr nämlich das neue Boot vom Definitive Orange Watersports Verein. Die Jungs und Mädels haben sich ganz den Wassersportarten Wakeboarden und Wakesurfen verschrieben. Und wie ihr das selbst mal ausprobieren könnt, das erfährt ihr jetzt. Die Jungs und Mädels rund um den Definitive Orange Wakeboard Club geben Gas. Nicht nur, wenn es ums Partymachen geht. Nein, denn für deren Leidenschaft braucht's PS-Stärke. Unser Verein befindet sich in Freizeithafen Adacker, beim Steckelfisch. Bei uns kann man Reifen fahren, Wakesurfen, Wakeboarden. Und wir haben dieses Jahr ein neues Boot bekommen. Und ich gebe jetzt einfach mal an Fabian weiter, der euch das ein bisschen näher erklären wird, das Ganze. Bis vor kurzem noch mit einem etwas älteren Modell auf der Donau unterwegs, hat nun der Definitive Orange Wakeboard Club dieses Jahr massiv aufgerüstet. Ein neues Zugboot ist am Start, aber nicht irgendeines. Ja, wie der Michael eben schon gesagt hat, wir haben jetzt heuer ein neues Boot bekommen. Es ist frisch geliefert gekommen aus Amerika. Und ja, ich möchte das jetzt ganz gern vorstellen und euch zeigen, was unser neues Boot kann und was man eigentlich mit dem so anstellen kann und was wir damit anstellen. Dieser Schlitten übernimmt ab jetzt nämlich die Patrouille, wenn es um den Wassersport auf der Donau geht. Jetzt einmal zu den Daten zu unserem Boot. Sein dort ein Boot von der Firma Axis. Das wird gebaut in Amerika in Tennessee. Warum haben wir das eigentlich? Das ist eigentlich ja ein Wakeboard-Wake-Surf-Boot. Das Boot hat spezielle Wassertanks, die wir euch nach und sagen, wenn wir am Wasser sind. Ja. Und was es noch hat, was eigentlich das Unique ist an dem Boot, sind diese Surf-Gates, die was man da sieht. Diese Klappen, ja. Wenn man da hinten auf der Heckwelle des Bootes ist, man surft da komplett ohne Leine, braucht man da eine dementsprechend große Welle, ja. Und diese sorgen auch dafür, dass man die auch kriegt. Die fahren aus, wenn man wegfährt, und drücken das Boot auf eine Seite. Somit baut sich auch einseitig eine sehr große Welle auf der man super Wellen reiten kann und Spaß haben kann. Ja, was es halt dann noch gibt, was halt auch noch wichtig ist, umso mehr Gewicht, umso besser. Da hat das Boot noch eine Wedge. Ja, das ist ein Pflug, der was das Boot nochmal um eine Tonne erschwert, sprich, der zieht das noch tiefer unter Wasser. Das ist da unter dem Boot drinnen, das ist da dieser Pflug, den man da sieht. Ja. Der ist jetzt heroben fürs normale Fahren zum Beispiel und wenn man im Wasser ist, geht dieser Pflug nach unten und zieht das Boot nochmal mit einer Tonne Gewicht unter Wasser. Wie ihr seht, der Wasserstart, der funktioniert eigentlich nur mit Seil und das geht das nicht, sage ich mal, sonst kommt man da nicht aus dem Wasser. Die Welle braucht jetzt immer so 10-15 Sekunden, bis sie sich schön aufbaut, wie jetzt zum Beispiel. Und das ist eigentlich die optimale Surfwelle zum Wegsurfen. Wir haben jetzt da im Boot ca. 1000 Liter Ballast an Wasser, also ca. 1000 Kilo, eine Tonne. Und mit unserer Wedge, die ich vorher schon vorgestellt habe, die was das Boot jetzt nochmal runterzieht, haben wir da ca. 2 Tonnen Gewicht am Boot extra. Und damit ist es möglich, auf der perfekten Welle zu reiten. Den nötigen Saft liefert ein leistungsstarker Motor. So, und jetzt kommen wir zum Herzstück von unserem Boot. Das ist da der Motor. Da ist drinnen ein 420 PS Motor mit 6 Liter. Da was richtig viel Kraft hat und richtig viel Spaß macht, dass man ein bisschen schneller fahren kann. Aber wie ihr gesehen habt, zum Wegsurfen fahren wir nur 15 km/h in Verdrängung. Also da kann auch gar nichts passieren, wenn es sich ins Wasser hat. Und beim Wakeboarden fahren wir ein bisschen schneller. Da fahren wir ca. 35 km/h. Da kann einmal sein, dass es ein bisschen brennt im Gesicht, wenn man reinfliegt. Aber das hat auch bis jetzt noch jeder überlebt. Ja, was wir natürlich auch noch am Boot haben und was irgendwie nicht fehlen darf, ist ja der Spaß. Da haben wir eine kleine Musikanlage dazu bestellt. Wie man da sieht, da haben wir 4 Boxen am Tower, dass derjenige, der was auch hinten drauf ist, beim Wakeboarden oder beim Wegsurfen, auch die Musik ein bisschen hört, was sie da drinnen abspielt. Ja, und für drinnen haben wir auch noch eigene Lautsprecher, dass für die Leute, was drinnen sitzt, nicht zu laut ist, dass das Ganze ist super angepasst, dass die wirklich nach hinten beschallen. Und darinnen haben wir auch noch mal eigene oder angenehme Musiklautstärke. Übrigens, Wakeboarden oder Wakesurfen ist im Wassersportbereich die Trendsportart schlechthin. Auch die Sportindustrie ist auf diesen Style abgefahren und liefert perfektes Material. Insbesondere die kurzen und viel wendigeren Wakeboards erlauben viel radikalere Sprünge in nie dagewesenen Höhen. Seit 2013
kümmern sich die Jungs um die stylischen Jumps am Donauwasser. Ja, und wie ihr jetzt vorher gesehen habt, beim Wakeboarden und beim Wegsurfen, wir haben das auch da bei uns auf der Donau gelernt, genau da, wo wir jetzt gerade stehen mit dem Boot oder wo ich gerade sitze, erlernt, ist das eigentlich relativ schnell. Ja, der Michael und ich und der Andreas, wir haben das eigentlich ziemlich gut drauf, dass wir das jeden ganz gut lernen können. Gelernt ist Wegsurfen circa einer halben Stunde, sage ich mal, und dann ist halt viel, viel, viel Übung. Es würde uns freuen, wenn auch so welche Leute zu uns vorbeischauen. Auf unserer Homepage www.definitivorange.at findet ihr einen Kontakt und eine E-Mail-Adresse von uns und dann können wir uns gerne was ausmachen, dass ihr das einmal probieren könnt. Ob mit oder ohne Leine, einmal muss man diese Sportart ausprobiert haben. Nicht nur bei mir hier im Boot gibt es Neuigkeiten. Auch die Hack in Ips hat so einiges Neues anzukündigen. Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz bietet die Grundlage für ein Fest der Verantwortung. Organisiert wurde es von den Schülern der Klassen der Ipser Handelsakademie und Handelsschule. Gefeiert wurde im Therapiezentrum Ips. Es ist so, dass wir uns im Schulzentrum überlegt haben, wie können unsere Schülerinnen und Schüler noch mehr Verantwortung übernehmen und wie können wir unsere Schülerinnen und Schüler und das gesamte Schulzentrum mit ganz Ips vernetzen. Das ist uns sehr wichtig, weil es eine Win-Win-Situation für alle sein soll. Das heißt, unsere Schüler sollen in der Praxis lernen und auch die Institutionen und Bildungseinrichtungen sollen etwas davon haben, sollen die Unterstützung von uns bekommen. Und wir machen das jetzt im dritten Jahr im Unterricht, in der Schulzeit, im BPSK-Unterricht. Und ich muss sagen, es funktioniert wirklich toll und alle sind davon begeistert. Das freut mich sehr. Es ist auch das dritte Jahr, in dem die Schüler des Schulzentrums Ipser Institutionen wie das Therapiezentrum, Pflegeheim, Mittelschule, Volks- oder Förderschule aufgesucht haben, um diverse Aufgaben und somit Verantwortung zu übernehmen. Seit dem Schuljahr 2015/16 werden die HAC und HAS und die IT-HTL Ips als Modellschulen für Individualisierung und Potenzialentfaltung geführt. Mit diesem Ausbildungstool hat das Schulzentrum Ips, das dafür eigens ausgewählt wurde, Alleinstellungsmerkmal. Als Verantwortliche für das Pflege- und Betreuungszentrum in Ips ist es mir sehr wichtig, das Netzwerken, der Kontakt zu anderen Institutionen, der Kontakt zu den Schülern im Schulzentrum ist wirklich sehr positiv für uns. Es ist ein Kontakt von alten und jungen Menschen, der für beide Seiten gewinnbringend ist. Ich glaube auch, in der heutigen Wirtschaftswelt ist soziale Kompetenz ganz, ganz wichtig. Und das können die Schülerinnen und Schüler bei den Besuchen bei uns im Pflege- und Betreuungszentrum hautnah kennenlernen. Für beide Seiten ein Gewinn, absolut ein tolles Projekt. Bravo an die Schüler, bravo an die engagierten Lehrkräfte. Ja, bin wirklich überzeugt davon. Ja, also wir sind sehr überraschend voriges Jahr dazugekommen und sind aber mit der Kooperation der Schulen sehr zufrieden. Es hat alles gepasst, wir haben uns gut kennengelernt, die Schüler sind sehr gut angekommen und wir würden gerne nächstes Jahr wieder dabei sein. Also mir hat der Kindergarten sehr gefallen, also mit den Kindern zu spielen ist eine sehr schöne Erfahrung und ja. Also mir hat es sehr gut gefallen, weil ich jetzt einfach Verantwortung übernehmen habe, Kinder. Und man weiß einfach auch zum Beispiel, wie so in Pflegeberufen, wie, was da so anrennt. Und ja, das hat mir sehr gut gefallen und ich würde es auf alle Fälle noch einmal machen. Mit dem Unterrichtsgegenstand Verantwortung oder kurz VERA ist das Ipser Schulzentrum Vorreiter in Österreich. Damit leistet die Schule einen wichtigen Beitrag, um den Schülern soziale Kompetenz zu erlernen. Als ein wertvolles Bildungskapital im Zeitalter der Individualisierung. Ich finde es so wichtig, dass Schülerinnen und Schüler Verantwortung übernehmen, erstens einmal für sich selber und natürlich auch für ihre Mitmenschen. Also ich habe noch nicht nur das Gefühl, sondern ich sehe es, dass sich das positiv auswirkt. Unsere Schüler sind eigenverantwortlich, wissen, auf was es ankommt. Und ein ganz wichtiger Punkt, sie geben nicht so schnell auf. Das habe ich in den letzten Jahren bemerkt und das freut mich. Die Erfahrung, die die Schüler im praxisorientierten Unterricht sammeln können, münden nicht alleine nur in der Verantwortung, sondern sind sicherlich auch ein hilfreicher Leitfaden im späteren Berufsleben.
Nicht umsonst finden Absolventinnen und Absolventen sehr schnell und gut dotierte Arbeitsplätze. Das bedeutet, dass das System der Modellschule in der Wirtschaft sehr gefragt ist. Dahinter steht zu 100% der Schulerhalter Bürgermeister Alois Schroll. Wer sich noch für die HAK und HAS IPS anmelden möchte, es sind noch ein paar Plätze frei. Anmeldung unter www.sz-ips.ac.at. Bye bye Remise. Von dieser besonderen Event-Location müssen wir uns jetzt leider mit schweren Herzen verabschieden. Um den alten Haus Adieu zu sagen, waren wir bei der Closing-Party nochmal dabei. Sekunden in Memoriam an eine schöne Zeit in der Kult-Location. Eine Saison lang hat die Remise unterhalten. Verdammt gut sogar. Also eigentlich haben wir nicht mit dieser derartigen Resonanz gerechnet. Du weißt, wie wir angefangen haben. Da haben wir eigentlich gesagt, wir machen das Ganze bis Mai, also bis jetzt. Und die Remise wäre zum Abbruch vorgesehen gewesen. Ja, und jetzt haben wir gesehen, was wir damit angerichtet haben. Gell? Nach, glaube ich, 15 Veranstaltungen sehen wir, dass wir da wirklich sehr gut erfolgreich ankommen. Und man sieht sich heute auch wieder, die Remise ist wirklich prall gefüllt. Wir haben jetzt ein Dreivierteljahr. Ich denke, wir haben eine Erfolgsgeschichte hingelegt. Die Remise ist bekannt, weit über den steten Grenzen hinaus. Das war eigentlich das Ziel, was wir erreichen wollten. Rückblickend war es ein extrem spannendes Projekt, die Remise. Vor allem diese Vielfalt, was eben da passiert ist und der gesamte Bereich, da, was wir abdeckt haben, vom Modeflohmarkt über das Kulinarik-Festival, die Kajo, die Just the Best Party. Es war, glaube ich, für jeden was dabei. Und es war eine große Herausforderung in so kurzer Zeit. Doch so viele extrem gute Projekte und tolle Sachen nur zu machen. Extraordinär war vor allem die Closing Party. Zu Gast auf zwei verschiedenen Floors die Gorilla Warfare Music und zum anderen die Ostblock-Schlampen, supported bei Flip Capella und Stone Beats. So fiel den Mostviertler Partisanen hoffentlich das vorübergehende Verabschieden von der Remise um einiges leichter. So einiges hat sich hier abgespielt. Wenn du mich fragst, ich bin für einen Schnelldurchlauf. Kulinarik-Festival, glaube ich, war wirklich ein voller Erfolg. Hat sicher das Wetter mitgespielt und die Köstlichkeiten, die wir heute bekommen haben. Es waren eigentlich alle irrsinnig cool. Total verblüfft war ich vom Kulinus- und Kulinarik-Festival, weil es wirklich von weit weg die Leute gekommen sind und auch von meiner Ecke sehr viel hergefahren sind. Und Just the Best war eigentlich auch eine coole Geschichte. Und ich glaube, es waren eigentlich alle sehr super. Turbo-Bier war sensationell. Die erste war einfach die Überraschungsgeschichte, wo alles aufgegangen ist und die Stimmung war grandios. Also, ja, toll. Und wenn ich mir was wünschen darf, dann das Reopening im Herbst. Es war
mir vor allem ein Anliegen, dass wir wirklich ein breites Publikum ansprechen können mit unseren Veranstaltungen. Wir wollen die Remise mehr oder weniger wirklich der Öffentlichkeit zurückgeben mit all diesen Veranstaltungen. Und ich glaube, die Agentur MADO mit Martin Hinterleitner hat es geschafft, von jung bis alt wirklich quer durch alle Schichten alle Leute zu motivieren und anzusprechen. Und vor allem mit diesen Märkten haben wir es wirklich erreicht, dass wir jedes Mal wirklich prallvoll waren, erinnern. Ich kenne am Tipp schon sehr viele Jahre. Und es war eine Herausforderung und ich glaube, wir haben am Städt ein bisschen von den Rüssen Schlaf befreit. Und ich glaube, es wäre sehr gut, wenn da ein bisschen mehr noch passiert. Ich hoffe auf alle Fälle sehr stark, dass es nicht die letzte Veranstaltung sein wird, dass sie ein paar wichtige Köpfe zusammensetzen und darüber Belot sagen, wie können wir das weiterführen, wie können wir das nutzbringend für Amstetten einsetzen und wie können wir das in Zukunft verwerten, dass Amstetten profitiert und Amstetten auch eine tolle Zukunft mit dem ganzen Areal und mit der Remise da erlebt. Genau, daher gehe ich davon aus, dass die Remise nur in den Sommerschlaf übergeht und bald wieder aufgeweckt wird für kultige Veranstaltungen, ob Messen, Ausstellungen oder Musikevents. Wir liken Sie die Remise, auf jeden Fall. Jetzt dürfen wir euch ein ganz spezielles Kinderbuch vorstellen. Und zwar die Abenteuer des Öltröpfchens Polly, geschrieben von dem Amstettner Matthias Mitschenick, was nicht nur ein Buch über Erdöl ist, sondern viel, viel mehr. Es begann vor Millionen Jahren in der Kreidezeit, als noch Dinosaurier die Erde bevölkerten. Polly war zu jener Zeit noch ein Blättchen auf einem riesigen Baum im Urwald. Sie genoss es, sich jeden Tag mit dem Wind zu bewegen. Allmählich änderte sich das Klima und mehr Winde und Stürme kommen auf. Eines Tages geschieht jedoch genau das, wovor Polly sich immer gefürchtet hat. Sie wird von Opa losgerissen. Und damit beginnt die abenteuerliche Reise des Öltröpfchens Polly, eine Geschichte von Hasner Lammig und Matthias Mitschanek. So, und da darf ich auch schon den Autor für dem Buch begrüßen. Hallo Matthias, wie bist du eigentlich zum Kinderbuchschreiben gekommen? Ja, hallo erstmal, danke, dass ich da sein darf. Kurz zu meiner Person, ich habe in Leoben Erdölwissenschaften studiert und habe im Dezember mein Doktorat fertig gemacht. Natürlich wollten wir selbst auch schon während der Studienzeit unser Wissen anwenden. Wir haben uns dann erinnert, in unserer Kindheit gab es die Sendung Es war mal ein Leben. Und das haben wir eigentlich relativ spannend gefunden und das gibt es nicht für Erdöl und Erdgas. Also haben wir gedacht, okay, schauen wir, vielleicht machen wir das. Und so ist das Buch dann eigentlich zustande gekommen. So, und jetzt kommen wir mal zum Inhalt von der Geschichte. Um was geht es eigentlich in dem Buch? Also das Ziel sollte ja sein, dass man generell mehr auf das Thema Erdöl und Erdgas aufmerksam macht. Und der Rohstoff selbst ist ja eigentlich der Energieträger unserer heutigen Gesellschaft. Und es ist erstaunlich, wie wenig man eigentlich darüber weiß. Das Ziel soll sein, dass man einfach mal die ganze Entstehungsgeschichte und die natürlichen Prozesse beschreibt. Und womöglich natürlich auf leicht verständliche und spannende Art und Weise. Die Reise von Öl und Gas startet einmal in der Urzeit, in der Zeit der Dinosaurier. Da wird biogenes Material, das sind jetzt entweder Landpflanzen oder Seepflanzen, wird abgelagert und dann beginnt die Reise tief unter die Erde und unter gewissen Druck- und Temperaturbedingungen entsteht dann die Umwandlung zu Erdöl und Erdgas. Und dann geht die Reise wieder zurück Richtung Oberfläche, bis sich eben Erdöl, Erdgas in einer Lagerstätte anreichert und dann, was dann passiert natürlich, das wird im Buch im Ende beschrieben, aber da würde ich jetzt nicht vorgreifen. Es ist jetzt nicht nur ein Buch über die Entstehung von Erdöl, sondern es steckt ja noch viel mehr dahinter. Was sind jetzt die speziellen Botschaften, die du darin versteckt hast? Grundsätzlich ist das Buch sehr symbolhaft geschrieben und es soll natürlich dem Leser oder speziell Kinder einiges fürs persönliche Leben mitgeben. Ich komme von einer technischen Uni und habe dann eigentlich nur einen sehr pragmatischen Ansatz dazu entwickelt und sage einfach, okay, was würde mir Spaß machen, über einen längeren Zeitraum im Leben zu tun? Und dann eine Entscheidung zu treffen, dies zu machen und das dann den Weg einfach zu gehen. Und die Symbolik im Buch soll sein, dass das Erdöltröpfchen Polly steht vor genau derselben Situation. Es muss sich entscheiden, zurück an die Erdoberfläche zu kommen, obwohl das Ziel relativ groß erscheint. Da ist dann die Aussage für den Leser, quasi Erdöl ist ein Energierohstoff und all die Energie, die man braucht im Leben, um sein eigenes Ziel zu erreichen, steckt in einem selbst drinnen. Und das soll eigentlich die Botschaft für den Leser selbst sein.
Zutiefst bereut sie, dass sie sich damals während des Sturms nicht fester an Opa hat klammern können und sich dann auch noch von ihren Freunden getrennt hat. In dieser ihr ausweglos erscheinenden Situation fasst sie einen, wie sich noch später für sie herausstellen wird, lebensentscheidenden Entschluss. Ich werde an die Erdoberfläche zurückkommen, stärkt sich Polly selbst. Und ihr paar gehört, es war in verschiedenen Schulen zu Besuch mit dem Buch. Wie war die Zusammenarbeit mit den Schülern und wie ist es angekommen? Viele Kinder natürlich haben jetzt schon Smartphones, Internet, das ist normal und haben natürlich viel mehr Wissen, als ich selbst so, oder ich selbst in dem Alter gehabt habe. Und es ist jetzt erstaunlich, wie viele Kinder schon wissen. Aber grundsätzlich hat mir die Arbeit einfach Spaß gemacht und es ist einfach schön, mit Kindern darüber zu diskutieren und denen was beizubringen. Ja. Matthias, ein wohltätiger Zweck steckt ja bei euch auch noch dahinter. Wir haben gesagt, eins von 10 verkauften Büchern, das lassen wir einen wohltätigen Zweck zugutekommen. Für uns war das ein Besuch in einem SOS-Kinderdorf. Das bedeutet einfach sehr viel. Und solche Erlebnisse prägen auch. Ja. Also das ist uns wichtig. Was ist so eure Zielgruppe, beziehungsweise für wen hast du das Buch eigentlich geschrieben? Grundsätzlich ist das Buch für Kinder geschrieben, im Volksschulalter, so 8 bis 10 Jahren. Aber durch das Feedback von einigen bekannten Erwachsenen denkt man vielleicht, dass auch Erwachsene Gefallen daran finden würden. Und ja, wir haben das in verschiedene Sprachen übersetzt. Natürlich, wir haben das jetzt in Österreich zu Schulen gebracht, in Österreich verkauft. Wir haben es aber auch schon in die Niederlande, nach Großbritannien, USA verkauft, was uns natürlich sehr gefallen hat und wo wir am Anfang nicht damit gerechnet haben. Boah, dann hat aber die Polly wirklich schon eine lange Reise hinter sich gehabt. Ja, sozusagen. Gibt es irgendeine Webseite, wo man nachschauen kann, wenn wir noch irgendwelche Infos haben wie über das Buch? Die Internetseite ist www.pollys-journey.com. Journey ist das englische Wort für Weg oder Reise. Ja, da finden wir eigentlich alles, was wir so zum Buch zu sagen haben und was wir uns dabei gedacht haben. Und jetzt musst du mir auch noch verraten, was ist denn der persönliche Lieblingsstelle in dem Buch? Die Lieblingsstelle im Buch ist nicht eine Stelle, sondern eine Idee dahinter. Und es ist, die Blätter wachsen auf einem Mammutbaum, der ihnen immer viele Geschichten erzählt, für später, fürs Leben. Und manche der Geschichten nehmen sie ernst, manche nicht so ernst. Genauso wie es in der Schule ist. Manchmal findet man sinnvoll, was man in der Schule lernt, manchmal nicht. Nur man weiß eben nicht, was man später mal brauchen wird im Leben. Und da ist es dann auch so, eben wie die Polly dann in der Situation ist, dass sie nicht weiter weiß. Da erinnert sie sich genau eben an eine Geschichte vom Opa und die hilft ihr dann, eine Entscheidung zu treffen, wie es weitergehen wird im Leben. Und wie gesagt, das Konzept oder die Idee gefällt mir persönlich sehr gut. Matthias, gibt es noch irgendwen bei dem, was du speziell jetzt bedanken möchtest für das Buch? Bedanken möchten wir uns, also ich im Namen von der Hasner, bei der Montanuni Leoben und bei den Professoren vom Department für Petroleum Engineering, beim Professor Donhauser, beim Professor Hofstetter und beim Professor Ott. Die haben uns da natürlich auch sehr unterstützt dabei. Natürlich auch der Astrid Eidler, die Bilder für uns gezeichnet hat und mit der die Zusammenarbeit einfach, die war einfach total super. Dann natürlich auch bei natürlich Eltern und Familie, an denen ein Dank für die Unterstützung. Ja. Danke, Matthias. Ja, liebe Zuschauer, wie ihr gesehen habt, ist das wirklich ein sehr interessantes Buch, wo es sich auf jeden Fall lohnt, dass man mal hineinblättert und vielleicht schaut es einmal auf der Internetseite vorbei. Und lest ein paar Zeilen in die abenteuerliche Reise des Öltröpfchens Polly. Alle Fans der Band Stereo Bullets dürfen sich jetzt wieder freuen, denn die Jungs haben ihr neues Album Signal Fire herausgebracht, das im Rahmen des ersten Outdoor-Konzertes in Amstetten vor der Rockbar präsentiert wurde. Hallo, grüß euch, echt spruchreif Zuseher und Zuseherinnen. Wir sind die Stereo Bullets aus Amstetten. Schön, dass ihr eingeschaut habt. Hallo, grüß euch, ich bin der Dom und spiel Schlagzeug. Ich bin der Luke, ich spiel Gitarre. Ich bin der Klaus und spiel Bass. Ich bin der Andi und spiele Gitarre und sing. Dieses Mal am Hauptplatz in Amstetten, wo die Jungs eine ganz besondere Show abgezogen haben. Danger Sugar, into show.
Bei uns findet heute da am Hauptplatz vor der Rockbar unsere Release-Show statt von unserem aktuellen und neuen Album. Das heißt Signal Fires und das kann man heute zum ersten Mal käuflich erwerben. Genau, wir können auch ein Exemplar herzeigen. Das ist es, wie es innen ausschaut, da müssen wir es kaufen. Das verrammen wir nicht. Stereo Bullets haben uns angerufen. Eigentlich sind das unsere Stammgäste, die sind immer wieder da und haben uns erzählt, dass sie eine CD rausbringen wollen. Und da haben sie gemeint, hey, machen wir das am besten in der Europa, da sind wir fast jedes Wochenende. Die Burschen sind echt toll. Ein Album, bei dem man gerne ins Schwärmen kommt. Nicht nur die Bandmitglieder selbst. Also das neue Album ist schon in einem langen Prozess, kann man sagen. Wir haben das Songwriting schon voriges Jahr gestartet, eigentlich über den Sommer, sind dann im Oktober 2016 ins Studio gegangen, ins Graveyard Studio am Stetten und haben dort den Aufnahmeprozess gestartet, sind dann im Februar oder Anfang März fertig geworden damit. Es ist auf jeden Fall viel rockiger geworden. Man merkt von CD zu CD eigentlich die Weiterentwicklung. Da kriegen wir mal viel Feedback, wow, ja, das wird bei euch immer ausgeklügelter. Und man merkt halt, wir haben sich echt Mühe gegeben, von Song zu Song das genau ausgecheckt, wie das halt richtig geil und fett klingen soll. Und wir sind echt stolz drauf. Ja, ist halt so vom Sound her einiges da und auf das sind wir echt stolz. Es sind teilweise recht unterschiedliche Themen, was behandelt werden, aber man kann im Großen und Ganzen sagen, dass schon so das Thema Liebe auch nicht zu kurz kommt, weil es ist eigentlich ein ziemlich persönliches Album und ja, man kann schon ziemlich viel auslesen aus dem Ganzen und wir haben es auch thematisch aufgebaut. Man sieht am Anfang von der CD ein gefrorenes Herz, es wird quasi eine Fackel entfacht, in das Herz hinein platziert. Jetzt machen wir es doch auf, glaube ich. Und jetzt geht's weiter. Das Herz beginnt zu brennen, es steht in Flammen, das Eis schmilzt quasi förmlich und dann, wenn man es umdreht, das Herz brennt. Ein Musikalbum auf den Markt bringen bedeutet ja nicht nur eine Tonspur mit viel Leidenschaft zu produzieren, da steckt einiges mehr drin. Wir haben auf jeden Fall das mitgenommen, was jede Band bei jeder CD nach jedem Studioaufenthalt mitnimmt und zwar Erkenntnisse, wo man natürlich verbessern kann. Einen Optimierungsprozess einführen, quasi. Freundschaftlich sind wir auf jeden Fall auch zusammengewachsen, ganz klar. Gewachsen sind wir auch. Gewachsen. Ja, und Breden, was jetzt sind wir schon ausgewachsen. Ja. Aber auf jeden Fall haben wir wieder viele Erfahrungen mitgenommen, die wir gleichzeitig wieder in die nächste CD einbringen werden. Nächste CD? Und all die gewonnenen Erfahrungen werden gut eingepackt. Ins vordere Fach wird noch das neue Album gesteckt und so geht's Richtung Auftritt auf die vielen anderen Bühnen. Ja, natürlich, ein großer Gig her wird noch das Donau-Einzelfest. Da haben wir heuer einen Slot ergattert und zwar am Sonntag, 25. Juni um 16 Uhr auf der Bühne der Menschenrechte, dann in ein paar Wochen das Equality Festival am 14. Juni, das ist in Oberösterreich, Donauleiten Festival am 3. Juni in Kleinböchlern und so schauen wir natürlich, dass wir noch viel mehr dumm kommen im Sommer. Ach ja, da ist noch was. Ja, wir wollen Sie natürlich abschließend noch bedanken. Bei der Rockbar ist es echt leiwand, immer wieder da zu spielen oder auch so einzukehren. Nutzt die Chance, supportet die lokale Szene. Ganz genau. Ja, und unser CD ist echt spruchreif schon mittlerweile. Ihr könnt es einfach bei uns erwerben, schreibt es uns, wir haben einen Online-Shop bald. Und ja, freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Schaut vorbei auf Facebook, auf YouTube haben wir viele Videos, neue Lieder. Schaut vorbei. Ich darf mir das Leihwahl schenken. Das Leihwahl schenken wir euch. Und so einfach geht's. Schreib uns an office@m4tv.at. Kennwort Stereo Bullets und schon gibt's das T-Shirt für einen heißen und rockigen Sommer for you. Beach and Fly. Diese komische Kombination trägt den Namen des neuen Events vom FSC-Verein. Die Crew hat sie wieder ihre Köpfe zusammengesteckt und hat ein neues Event auf die Beine gestellt. Mit einer interessanten Aftershow-Party. Wir fliegen auf dem Strand und heizen den Beat an für ein sportliches Event in Wallsee. Ja, hallo, wir sind's wieder vom Beach- und Wassersportzentrum Wallsee. Natürlich haben wir sie wieder was Cooles in der Saison 2017 für euch einfallen lassen. Und zwar ist es das Beach and Fly Event. Um was geht's da? Beach and Fly sagt, glaube ich, der Name eh schon aus. Beach für Beachvolleyball. Wir haben ein Hobby-Beachvolleyball-Turnier
für euch organisiert, wo man wieder 3 gegen 3 spielt mit einer Dame und Fly für Wassersport-Action, Fly für Flyboarden. Das ist wieder ein neues Gerät am Markt, das, was wir bei uns im Wassersportzentrum da haben. Und das könnt ihr bei diesem coolen Event ausprobieren und euch dafür anmelden. Anmelden kann man sich ganz leicht über Facebook, ja, unter Beach- und Wassersportzentrum Waldsee. Schaut sie einfach unten rein. Da ist das Event Beach and Fly. Und dort einfach mit einer Message an uns euch anmelden mit eurem Team fürs Beachvolleyball oder eben fürs Flyboarden. Natürlich ist das nicht alles, was wir bei diesem Event geplant haben. Es gibt wieder ein paar kleine Side-Events. Von Fanatics ist ein Testival Veranstaltung auch da bei uns, wo man Stand-Up-Pedals testen kann. Weiters haben wir wieder eine Airtrack-Bahn ins Wasser gelegt, wo man wieder als Wasserrutsche nutzen kann. Und zur Verköstigung ist der Grill-Europameister, der Franz Kopetius, da. Ein weiteres Highlight an diesem Tag ist natürlich auch unser Boot. Ja. Wir nutzen das natürlich den ganzen Tag, um Wasserski zu fahren, um die Extremsportart Barfuß, aber auch das lustige Reifenfahren kann man auch ausüben. Stattfinden wird das ganze Event am 17.06. Ja, und es beginnt am Vormittag mit dem ganzen Sportlichen und am Abend, habe ich euch noch vorenthalten, ist zum ersten Mal im Bezirk Amstetten die Silent Disco. Silent Disco heißt, mit kabellosen Kopfhörern unterwegs Musik hören, auf die man gerade Lust hat. Im Endeffekt hast du wie bei jedem Event einen DJ, nur wird die Musik über Kopfhörer übertragen. Das heißt, du kriegst beim Event deine Kopfhörer und kannst da dann deine Musik im Endeffekt auswählen, was du gerade hören willst. Und das Ganze für 2 Channels. Neben unseren Sportevents kannst du natürlich die Sportanlage den ganzen Sommer nutzen. Egal ob am Beachcourt oder am Wasser. Komm einfach vorbei und probier die neuen Sportarten und verschiedenen Sportarten mit deiner Familie oder Freunden aus. Weitere Informationen über das Beach- und Wassersportzentrum findest du auf unserer Facebook-Seite, eben Beach- und Wassersportzentrum Waldsee. Da sind immer wieder neue Posts drinnen von verschiedensten Veranstaltungen, aber auch Neuigkeiten, was sie bei uns in Waldsee alles tut. Weiters möchte ich mich natürlich bei unseren Sponsoren bedanken. Das ist die Raiffeisenbank, die Firma Schöller und Black Sheep Eyewear. Unter dem Motto Beach and Fly, sei auch du dabei, freuen wir uns auf dein Kommen. Und wir aufs Dabeisein, Beach and Fly. Wir von M4TV haben uns wieder ein ganz spezielles Gewinnspiel für euch überlegt. Mehr dazu im nächsten Beitrag. Obwohl ich mich spruchreif, darf diesmal ich zu euch sprechen, weil es ist eine Sache, die uns von der Geschäftsleitung eigentlich anvertraut wurde, sage ich mal. Das ist das Objekt der Begierde, unser neuer Kamerawagen, der neue Citroën Berlingo. Und den wollen wir ein bisschen aufhübschen. Und wie wir das machen wollen, das zeigen wir euch jetzt. Und zwar, indem wir unsere Greenbox verwenden. Frei nach dem Motto We Want You möchten wir, dass ihr bei uns mitmacht und euch auf unserem Auto verewigt. Und das geht ganz einfach. Ab nächster Woche legen wir ein Facebook-Event an. Jeder, der teilnimmt, kann tolle Preise gewinnen, unter anderem eine Reise im Wert von 1.000 Euro und gibt damit sein Einverständnis, dass wir sein Profilbild verwenden. Das werden wir ein bisschen umfärben, entweder auf Gelb oder auf Blau, entsprechend unserer Farben. Und so wird unser Auto sicher ein Hingucker werden. Wie das dann geschehen wird, das besprechen wir jetzt noch mit Martin Temper vom Citroën Autohaus Radl und mit Stefan Ramhatter von der Druckerei Gweiser. Was ihr jetzt gesehen habt, ist der neue Citroën Berlingo, den wir uns auch anschaffen werden. Und in unserer Verrücktheit brauchen wir natürlich ein paar Projektpartner dazu, damit wir das auch umsetzen können, was wir möchten. Lieber Stefan, Druckerei Gweiser ist, glaube ich, mehr als geeignet für zur Verrücktheit, oder? Ich glaube schon. Also bei solchen Sachen sind wir gern dabei. Fahrzeug-Komplettfolierung, das ist absolut unser Thema. Ich freue mich schon auf das Projekt, ist einmal ganz was anderes, auch die Bewerbung dessen, und wird sicher eine coole Geschichte.
Was sagst du eigentlich dazu jetzt vom Autohaus Radl her? Normalerweise müssten wir einen Kaktus kaufen von der Auffälligkeit her, aber der ist nicht vorstellungsberechtigt. So bringen wir es aber auch hin, glaube ich, oder? Wir werden das auf jeden Fall hinbringen. Es freut mich auch, M4TV wieder als Kunden wieder zu haben. Und der Berlingo, glaube ich, eignet sich perfekt für das Projekt, das wir, sage ich, gemeinsam vorhaben, und wird bestimmt eine tolle Sache und freue mich riesig drauf. Stefan, vielleicht wissen das viele Druckerei Gweiser, kennt Gott und die Welt, aber dass ihr sehr viel foliert mittlerweile am Standort Wieselburg, das weiß man, glaube ich, nicht. In dem Fall müsst ihr das ganze Auto festlegen, oder? Ja, der Zerlegeaufwand ist doch beachtlich, ja. Also wenn man sich das heute das Auto anschaut, es müssen die Scheinwerfer, die Rückleuchten raus, es müssen die Zierleisten runter, Seitenblinker runter, die Türschnallen müssen raus. Ja, der Berlingo hat aber ein paar Features, wie wir jetzt schon gesehen haben, die ganz angenehm sind, wo ich gleich ein bisschen Werbung machen kann. Also die Glasheckklappe, die aufgeht, und auch die Seitenscheiben, die ausstellbar sind, da können wir schön reinfolieren, da braucht man nicht recht viel zerlegen. Aber sonst müssen halt diese Anbauteile müssen einfach runter, aber das kriegen wir hin. Ich bin schon gespannt, auf was wir dann kommen mit Manfred gemeinsam, weil der wird uns auch noch viel Input geben, sage ich jetzt einmal. Mario, es ist ein Nutzfahrzeug, vorstellungsberechtigt. Das Geilere ist aber das Bestourer momentan, oder? Das Bestourer bestimmt, ja. Das ist halt der größere, bis zu 9 Personen finden da Platz. Umbauen zu einem mobilen Büro, da ist eigentlich alles möglich und, sage ich, das der perfekte Business-Van. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall voll auf das Projekt. Ich hoffe, hoffentlich ihr auch. Ende Juli soll es dann fertig sein, das Auto. Das schaffen wir, oder? Das schaffen wir, sicher. Das schaffen wir, klar. Wie immer haben wir für euch die besten Veranstaltungstipps zusammengesucht. Merkt ihr das? Liebe Facebook-Family, wir alle, Wegborder, Jetski-Fahrer, haben uns ein tolles Gewinnspiel für euch. Super tolles. Einfallen lassen. Zu unserer heurigen Jetski-Europameisterschaft und zum Wegbord-Contest gibt es für euch was zu gewinnen. Und zwar gibt es einen 100 Euro und 350 Euro Gutscheine für alle, die sich ein dermaßen cooles Pickel auf die Heckscheibe aufpicken. Abzuholen bei meiner Wenigkeit. Die Verlosung findet am Samstag, den 7. Juli, vor Ort beim Seebeben im Pöchland statt. Mit dabei ist am 3. Juni wieder DJ Gordy, denn die Sky 7 Bar veranstaltet zum dritten Mal die Latin Night. Dieses Mal in der White Edition mit Dresscode. Am 9. Juni veranstalten die Schülerinnen und Schüler der Psychiatrischen Krankenpflegeschule das letzte Burgfest, um dem bald schließenden Gebäude noch einmal einen wohlverdienten Abschied zu bescheren. Macht euch bereit für das nächste Heimspiel der Mostviertel Bastards. Am Sonntag, den 18. Juni ab 14 Uhr geht's los am Sportplatz in Saarling bei Ips. Das Duell, die Mostviertel Bastards gegen die Asperhofen Bluehawks. Join the game, www.afcbastards.at. Das war's auch schon wieder mit Echt Spruchreif für diese Woche. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Tschüss und bis bald.